Recht herzlich willkommen zur 30. Folge von Factorio. Ja, unsere Forschung ist wie wild am Laufen. Alle vier sind zugange, das ist schon mal gut. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, bis da die automatischen Zugnetzwerke gemacht sind. Ja, da ist noch eine Schiene. Die meisten sind jetzt weg. Können wir da verbinden in dem Sinne? Da müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Aber erstmal muss es mit der Forschung vorangehen. Grün. Ah, da kommt gleich wieder einer. Erste. Ja. Bauteile werden gemacht. Hier hat man letztens Munition angestoßen. Die läuft jetzt auch. Aber die wird gar nicht abgelegt, ne, oder? Ach so. So, ich glaube, das liegt daran, dass dieser den befeuerten brauchen wir nicht. Welcher war das denn jetzt? Der war das, ne? Der stand falsch rum, ne, oder? Deswegen ging das nicht. Jetzt wird das da aufs Band gelegt. Da müssen wir hin. Ja, Munition nimmt er auch. Alles klar, das ist schon eingestellt. Na komm, wenn die da vorbeikommen, nimmt das runter. Was haben wir denn noch da drin? Ja, da. Okay. Alles gut, oder? Passt. Oh, da ist die Forschung durch. Automatische Zugnetzwerke. Eisenbahn haben wir jetzt. Und Metallverarbeitung, Stromnetz, Zugsignale, Knickarmrouter. Ach so, das sollten wir erfolgen. Und jetzt? Ich glaube, Zugsignale sind dann vielleicht sinnig, oder? Nur Aufgabe ist fertig. Okay. Schaffe die Vorräte in dein Inventar und den Kofferraum deines Autos. Vorräte im Auto zählen nur, wenn du im Auto sitzt. Panzerbrechende Munition, Stahlträger, Eisenplatten, Kupferplatten, Solarmodule. Oh, ja, Respekt. Müssen wir jetzt alles reinpacken, oder? Ach, das ist normale Munition, auch schön. Stahlträger. Können wir schon mal reinpacken. Eisenplatten haben wir auch noch. Kupferplatten haben wir gar nicht und Solarmodule haben wir auch nicht. Dann wissen wir ja schon mal, was wir machen müssen, ne? Und wir können jetzt dann irgendwie Bahnschienen machen oder was? Ja, würde hier unten gehen, ne? Bogenschiene und gerade Schiene. Bahnhof. Diesellokomotive. Naja, aber das ist jetzt erstmal noch nicht verlangt, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das für den Kofferraum vollkriegen, ne? Beziehungsweise Munition. Steinwand, Wehrturm, Radar. Das haben wir da noch reingepackt. Was war denn noch? Ich das da reintue? Nein, das hat ja nichts mehr zu tun. Das ist nicht. Na. Ja, gut.
müssen noch weiter forschen. Was kann er denn, oder macht er hier? Ah, Knickarmroboter macht er. Okay, nee, den müssen wir auch lassen. Hier haben wir... Kupferplatten gehen nicht. Steinmann, das war auch klar. Das hier ist das. Was ist das? Ach so, Forschungslabor. Ich könnte das ja auch umstellen, ne? Gucken wir mal gerade rein. Können Auto, Güterwaggon, Diesellokomotive, Bahnhof, das könnte ich alles produzieren. Das ist jetzt aber nicht so das, was wir brauchen, ne? Nutzwasserpumpe. Das auch nicht. Hier. Das geht nicht. Was haben wir da noch? Aber das ist jetzt alles nicht das, was wir brauchen, sondern das war das. Ne, Knickarmroboter werden da produziert. Gut. Die panzerbrechende Munition. Ach Quatsch, ich muss bei T gucken. Militär da. Warte mal, das ist Elektronik. Am Oberstab, Bonus. Solarenergie. Ich glaube, wir machen da weiter und dafür brauchen wir das. Alles klar, dann forschen wir erstmal dort weiter. Rote Signal, grüne Signal, das ist alles klar. Machen wir erstmal das. Das macht mehr Sinn, da wird auch schon geforscht. Irgendwie ist auf dem Band jetzt aber nichts Rotes und auch nichts anderes. So, das. Das mitnehmen. Das mitnehmen. Kupfer ist auch nicht mehr drauf. Sollten wir jetzt hier wieder den machen? Oh, ich glaube, der ist gerade an der falschen Stelle gelandet. So. Geht wieder aufs Förderband oder ist, nee, der ist falsch positioniert. Nochmal das Ganze, wo ist er jetzt da? Ich glaube, er ist wieder falsch positioniert. So, jetzt ist er, glaube ich, richtig. Ja, jetzt geht's. So, und wer nimmt da ab? Das da, okay. Oh, das kann doch nicht sein, dass der jetzt die ganze Zeit das reinsteckt, oder? So, jetzt ist besser. Hey, ich will da keine Eisenplatten drin haben. Versteh's doch. Ich brauche einen intelligenten Knickarmroboter dann. Kann ich den bauen? Elektronische Schaltkreise fehlen mir dafür. Wo werden die denn gemacht? Bitte schön hier. Das habe ich. So, den kann ich machen. Aber dann brauche ich wiederum noch 4 elektronische Schaltkreise.
Müssen wir jetzt warten. Ja, dauert etwas, ne? 3 habe ich, glaube. Und jetzt müsste gleich wieder einer nachkommen, oder? So. Oh, es fehlt noch einer. Jetzt habe ich ihn aber, oder? So, jetzt ist der Intelligente da. Interessanterweise wird jetzt... Nee, doch nicht. Okay, ich werde jetzt einen davon dann befeuern, nur für Kupferschmelze. So. Und jetzt brauche ich noch einen, der auslädt, und das kann der sein. Ach, da wird er gegenüber reingepackt. Gut, dann nehmen wir das weg, dann haben wir das verkehrt. Ah, ne, nicht so. Den dahin. Und der packt nur noch das da rein. So, und dann nehmen wir das weg und dann sollte jetzt nur noch Kupfer da reinkommen. Ich sehe es aber nicht. Doch, es ist so. Kupferplatten laufen da durch. Ja. Jetzt funktioniert das mit dem Kupfer auf jeden Fall. So. Warum wollten wir Kupferplatten haben? Gute Frage, ne? Weiß ich auch nicht mehr. Schade. Was brauchen wir hier? Eisen, Munition. Ah, hier Kupferdraht und hier Kupferplatten. Da wird der Draht rausgemacht. So, dann funktionieren die Bauteile. Rote Säfte sind genug da, grüne Säfte fehlen jetzt noch. Da müssen wir gucken, warum wir keine grünen Säfte haben. Die waren hier, ne? Da fehlt es an Fließbändern. Da soll es jetzt nicht dran hapern. Kann man da mehr reintun wie 50? Nein, kann man nicht. So, da sollten jetzt grüne Tränke dann auch produziert werden, ne? Kommen auch gut. Funktioniert also wieder. Da sind die roten. Alles gut. So, Stahlträger. Eisenplatten brauchen wir. Kupferplatten fehlen. Ach, da, deswegen habe ich Kupferplatten gemacht. Alles klar. So, dann lass uns hier nochmal Kupferplatten. Wo sind denn hier bitte schön die Kupferplatten? Da. Der nimmt Kupferplatten runter. Die Munition nimmt er auch. Soll er ruhig machen. Eisenplatten auch. So, eine Eisenplatte haben wir. Kupferplatten haben wir. Gut. Das packen wir jetzt ins Auto, ne? So, wie viel braucht man denn? Eisenplatten haben wir jetzt 0. Also wir müssten erst einsteigen, um das zu sehen. Aber ich packe mal einfach das, was ich habe, hier erstmal hin. Solarmotor, Kupfer, Eisenplatten, Stahlträger. Und die Munition fehlt mir auch noch.
Halt, stopp. Fehlt noch was? Nein. Ach so, ich muss erst Solarmodule weiter erforschen. Und die anderen Klamotten natürlich auch. 16 Eisenplatten nehmen wir da mal weg. Das auch. Der Rest ist nicht drin. Forschung läuft. Nicht gut, aber läuft. Grüne Tränke fehlen irgendwie. Werden aussortiert? Nein. Eisenplatten, ne, Munition läuft. Das geht auch. Das geht eigentlich relativ gut, aber hier fehlt es ein bisschen. Wo ist eigentlich alles da? Das auch. Wo werden denn die Roboter gemacht? Hier, ne? Ja. Da fehlt es an den Eisenplatten. Komm, ich mach mal die Eisenplatten, das ist wichtig. Kupfer läuft auch. Vielleicht sollte ich. Aber ich glaube, ich habe auch. Ich nehme sie wieder zurück. Ich weiß nicht, dann habe ich besseren Überblick. So. Forschung, warten wir drauf. Irgendwie ist es mit der Forschung ein bisschen knapp. Warum gibt es keine grünen Tränke mehr? Ah, der nächste geht da durch. Jetzt haben wir mal auf zwei Forschungseinrichtungen was. Noch ein zweites bauen. Und die. Es fehlt einfach an den Robotern, ne? Die werden wiederum hier gemacht, ne? Da fehlen jetzt die Elektroteile. Die werden da gemacht. Da fehlt es dann aber an Kupfer. Ja. Kupfer dauert so lange. Kupfer ist nicht da, um Draht zu machen, ne? Komm, zack. Es fehlen noch Stahlplatten, ne? Haben wir aber auch. Okay, da wird ordentlich gemacht. Vielleicht sollten wir mal hier ein paar Dinge austauschen. Ah, jetzt ist es dunkel, da sehe ich natürlich nicht, wie rum das Band läuft. Es läuft falsch rum. Also so rum. Zwei, die ich jetzt hatte, sind da dran. Ich glaube, wir hatten hier unten noch eine Kiste mehr. Das können wir auch noch machen. So, dann muss ich erst weg. Ach, ich habe 36 an der Hand. Alles klar. Müssen wir noch näher hin. So, das läuft schneller. Oh, unsere Forschung ist fertig. Ja, dann geht es einfach mit Solarenergie weiter, oder? Läuft.
Oh, alle, wa? Also da flitzt es jetzt schneller. Und da haben wir noch ein paar, dann nehmen wir die auch noch. Stopp, die müssen nicht dahin, die müssen dahin. So, zack, zack. So, jetzt habe ich sie alle. Der Ring läuft schneller. Da müssen wir näher ran. Habe ich keine mehr. Jetzt alle. Gut. Okay. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wo waren die gefordert? Bänder waren irgendwo gefordert. War es hier? Ja, hier war das. Zip. Steckst du da 50 Stück rein und das ist gut. Okay. Läuft erstmal. So, die nächste Forschung ist auch zugange. Die ist auch mit zweien hier am Laufen. Das ist also auch nicht verkehrt. Sieht alles ganz prima aus. Was machen unsere Rohstoffe hier? Die Kupferplatten nehmen wir mal an uns. Den Rest brauchen wir nicht. So, zwei, oh, das ist noch reichlich, was wir da zusammenkriegen müssen hier. 3000 Eisenplatten. Gut, dann müssen wir dann weitermachen noch. Vielleicht müssen wir noch mehr produzieren. Ja, kriegen wir schon hin. Was macht denn unsere Eisenversorgung hier oben überhaupt? Kohle ist da, Eisen läuft auch noch, alles gut. Beide Stellen? Ja, beide Stellen laufen. Also, geht. Gut, damit würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.